So Leute, da sind wir wieder in der Arena, schon wieder einmal. Tja, was soll ich groß sagen? Der gute Herkules ist wieder mehr oder weniger auf dem Damm. Eher mehr als weniger. Das heißt für uns, auf zum nächsten Turnier, zum nächsten Cup, zum Titanen Cup. Wo ich nur Freunde herbeirufen darf. Na dann, rein da! Empfohlen ist Level 41, das interessiert mich nicht. Sowas von nicht. Also ganz einfach. So, man muss allein kämpfen, also wie wieder Helden formen. Da muss er auch allein kämpfen, aber er konnte trotzdem formen, das war interessant. Und jetzt ist es halt mit den schönen Rufmagien. Ich hätte vorher, ja, das wollte ich eigentlich machen. Magnet als Magie auswählen, weil das sehr toll ist hier. So, dann rufe ich mal. Ja, man sollte sich hier nicht eigentlich treffen lassen. So, Stitch, ich rufe dich. Das ist eigentlich der Beste hier, der Stitch. Warum? Naja, er kann bestimmte Angriffe blocken. Ah, ich stelle mich so gerade so derbe an. Das ist nicht sehr schön. Ah, zack. Geht doch. Man verliert ja nämlich Punkte, wenn man getroffen wird und alle Punkte weg sind. Ja, dann ist es vorbei. Man bekommt keine Zusatzpunkte. Man hat von Anfang an 500. Eigentlich habe ich es jetzt schon verhaut, weil... ja, die ersten Runden sind doch chillig. Aber so ab der 6. Runde jetzt schon ziemlich hart. Was, die leben noch? Okay. Dann bekommt ihr die Endless Combo of Doom. Wo ihr nichts mehr knochen könnt. Bin ich nicht böse. Also, die beste Erfahrung habe ich hier mit Stitch. Wer Lust kann auch Hündchen Junior rufen und mit Magnet arbeiten. Das geht auch. Nicht zu empfehlen ist der Genie. Leider. Mann, du stirbst ja auch nicht, was? Gut, dass man hier kein Zeitlimit hat, das wäre ja übelst. Ich glaube, der Stitch ist jetzt weg, ne? Ja. Nach jeder Runde. Ah. Muss man hier neu rufen, das nervt ein bisschen. So. Erstmal um dich hier kümmern. Ah, zack, zack, zack. Ups. Na, Hündchen Junior ist auch nicht schlecht. Das ist schon Hündchen Junior. Achtung, Sprengmeister. Sprengen. Zack. Ja, Sprengmeister macht schön Schaden. Also wenn ich dieses Cup nicht schaffe, dann muss ich eine Ability anlegen, nämlich blocken. Weil ohne Blocken ist das hier richtig hart. Muss schon sagen, das wird... Autsch. Ja, merk schon. Ich habe jetzt schon unter 300 Punkte. Ich weiß, das ist zwar... what the hell ist jetzt gerade passiert? Optional, aber... in diesem Fall wäre es gar nicht mal so schlecht, das zu haben. Das Blocken. Einfach, weil man jeden Schaden abblockt. Adok! Und Meteor Smash! Ach man, Sprengmeister halt. Und also, putz! Und du stirbst endlich, meine Güte! Also ist das die zweite Runde, ja? Wollte ich nur gesagt haben. Und ich habe solche Probleme, das ist unglaublich. Puh, bin auch das aus der Übung schon wieder mal. Also. Ach nein, nicht die Runde. Moment, Moment, da machen wir auf einen Genie. Aber wie gesagt, halt, der ist nicht so toll. Hallo! Der ist nämlich sehr interessant. Der hat nämlich mehrere Moves drauf, zum Beispiel Patsche-Klatsche. Und dann kann man mit ihm driven, mehr oder weniger. Und je nachdem, was man nimmt, ist er ein anderer Angriff. Und das ist sehr interessant. Das Gute ist, Tanchini, wenn er das macht, ist man unverwundbar. Yeah! Er macht ein bisschen wenig Schaden an meinem Geschmack. Juhu! Nächster Nachteil ist, Genie selber macht nichts. Also der ist einfach nur da. Was ein bisschen, naja, kontraproduktiv ist. Da. Ach, Moment, Moment, besser K. Yep. Und los geht's. Zack, zack, zack. Juhu! Nochmal? Natürlich. Ah, da ist noch einer. Schön rumklatschen hier.
Also die Runde ist sogar ohne Rufmagien sehr gut möglich, wie man sieht. Ich glaube, man sollte jetzt gerade mit Genie arbeiten. Ja, mal schauen, wie ich das hinkriege mit meinen 290 Punkten hier. Bei unter 300 zu haben in der dritten Runde ist schon ein bisschen nicht so toll. Ah, du bist der Letzte, na dann. Richtig, reinhauen! Nächste Runde bitte. Habe ich jetzt eigentlich wieder 3.5 oder muss ich aufladen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ah, ich habe wieder vollständig. Also ist gut. Achtung, Stitch, komm her! Da, und er muss sofort die Kugeln da abwehren, der Gute. Ja, der Stitch kann ein paar Sachen abwehren. Das macht ihn ziemlich nice. Aber leider nicht alles. Natürlich könnte man auch mit Refleck arbeiten hier. Und mit Reflera. Lauf, das mache ich dann sogar. Merke besser. Ah. Also Magnet, Reflera werde ich hin tun. Was noch? Achtung, Potter! Er will mit dem Block, wenn ich das hier nicht hinkriege. Ah, nur eventuell. Mal schauen. Mal schauen. Er spielt auf deinem Kulela. So, der nächste bitte. Der nächste bitte. Ah, leiser. Au. Okay, man sollte sich vom Gegner ein bisschen entfernen. Sonst kann der Stitch auch nicht mehr blocken. Okay. Ach, okay, die Runde ist auch hart. Das kann ich mich gut erinnern. Ja. So, Stitch! Und jetzt wird hier angezündet! Und... Autsch! Ich hab's gewusst, dass er mich trifft. Niemand hier. Und wieder, weil es so schön war. Also... Attacke! Da gibt's nichts mehr hinzuzufügen. Ja, Blitzen, Donnern und Feuer. Schön mit Magie arbeiten hier. Au. Nur 88 Punkte. Das liegt daran, dass ich hier kein Blocken habe und ja, ein bisschen falsch eingestellt von den Magien. Da. Los, ab geht's. Schön einheizen hier. Was? Der ist durch mein Dings durchgegangen? Durch mein Feuer? Okay, das ist nicht schön. Das wäre erst die vierte Runde, ne? Also, what the hell? Okay, vorher geschlagen ist 41 und so, aber ich hatte noch nie Probleme gehabt. Ich bin schon geneigt, das anzulegen, den Reflektor. Schon sehr geneigt. Okay, Moment, das machen wir mal zwar anders. Zuerst mal, Eisra werde ich nicht brauchen. Machen wir es stattdessen Magnet. Feuerer werde ich brauchen. Und Blitzra macht man Reflera. Dann habe ich wenigstens einen Schutz. Yay! Was war das gerade für ein Lag? PC, was ist los? Muss ich jetzt rübergehen, oder? Hm. Er fängt sich gerade irgendwie nicht. Moment. So, hast du wieder? Ja. Ich musste das Aufnahmeprogramm wieder neu starten. So. Yay, Schutz! Ja, Magnet dauert etwas lange zum Ausführen. Das ist der einzige Nachteil, Magnet. Ansonsten ist die Magie ziemlich gut. So, er hat in der vierten Runde abgekratzt. Na, das ist wirklich hart. Na dann, streng mich mal ein bisschen mehr an. Was interessant ist, man bekommt das nur einmal erklärt. Was man machen muss, das finde ich irgendwie toll. Ah, falsch, Tasse. Fängt ja gut an. So, Dolch. Ich habe 3 gedrückt. Dann also. Okay, muss mich erst gewinnen, wo Magnet ist. So. Ich hab die zwei Magneten nicht so oft. Was zur Hölle war das denn jetzt? Schon wieder so ein Lag. Hallo, was ist los? So, schön mit Magnet arbeiten.
Wenn ich das noch immer hinkriege, dann warte ich einfach auf Magnera. Weil die Entwicklung von Magnet. Was gut am Magnet ist, die Gegner sind da drin gefangen und können nichts machen und bekommen sogar Schaden. Gar nicht mal wenig. Ich glaube, das war sogar prozentualer Schaden, kann das sein? Ich arbeite mit der Magie eigentlich so selten. Ah, jetzt ist nur noch du da. Geh weg hier! Ah, der greift gern. So, schön mit Magnet, ja. Reflex! Ich hoffe, kann schnell drücken. Okay, was ist da jetzt wirklich los? Moment, ich arbeite mal daran. So, wenn es jetzt nicht funktioniert, weiß ich auch nicht mehr weiter. Ab geht's! Au! Das Problem ist mit Reflect, man kann zwar vieles blocken, aber leider nicht alles. Und das Timing ist auch ziemlich hart. Ich muss sagen, Achtung jetzt! Meter Mash! Jo, ne, Smash! Jupp, jupp, jupp! Ist das eine Anlehnung an Smash? Könnte sein. Ja, Meteor Smash. Könnte sein. So, schön Magnet. Da müsste mich raus. Und Sprengmeister! Donks! Ja, von den Punkten her ist es nicht wirklich besser. Und vom Leck her auch nicht. Der hat's immer, wenn ich unter 100 GB bin. Vom übrigen Platz, da hat er aber ziemlich hart. Ist nur ein kleiner Funfact mal hier. Jetzt geht's wieder. Ja, ich verstehe den PC heute mal wieder nicht. So gar nicht. Ich glaube, ich muss komplett neu starten, wenn es weitergeht. Das könnte eine Zeit lang dann. Schutz! Whoopsie! Und Feuer und Magnet und ich rufe Genie! Und ich mach mal die weißen Genie. Juhu! Da 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 da. Ah, der Text ist eine Anlehnung an Kingdom Hearts 1. An Tomahawk. Eine richtig geile Attacke. Nicht nur geil, sondern eine ziemlich kranke Attacke. So. Lass mich bitte in Ruhe. Ne, tut er nicht. Okay. Jetzt aber. Bitte geht doch. Komm her. Ah, da ist noch einer. Okay. Jups. Nochmal. Also die ersten drei Runden sollten eigentlich ohne Punkteverlust möglich sein. Zumindest sollte es so gemacht werden. Achtung! Ich bin heute mal wieder so langsam. Und zack! Ja, ich bin heute wieder mal zu langsam. Derbe! Wuhu! Ja, das wird so nix. Moment. Das wird so nix. Ich glaube, da muss ich ein bisschen mehr anarbeiten und mit Magnera arbeiten. Also ich warte jetzt, bis ich Magnera habe. Und eventuell die Freundesleiste auch noch ein höheres Level machen. Das könnte ich sogar. Ja. Das heißt, auf zur nächsten Welt und dort viel Rufmagie nutzen. Aber dass das Level 41 empfohlen ist, das ich habe das immer auf Level 30 gemacht bis jetzt. Das ist kein Witz, Leute. Immer! Hierbei habe ich eine verlorene Seite? Ich glaube nicht, ne? Ne, müsste ich nicht haben. Bei Areal, Areal, ja. Bei Areal ist auch nichts los. Genau das wollte ich sagen. Bei Ariel ist nichts los. Aber bevor es jetzt zu den Piraten wieder aufgeht, nach Port Royal,
Geht's wieder ab zur treibenden Achse. Ja, da habe ich das erste Level auch noch nicht gemacht und ich glaube irgendwo anders auch nicht, ne? Das zweite Level auch nicht. Meine Güte, so viel zu tun! Viel zu viel zu tun. So, ab geht's mit den kleinen Schiffchen. Gummischiffchen, ahoi! Irgendwie ist heute nicht mein Tag, glaube ich. Ich gehe gleich wieder ins Bett. Wenn ich mal so anfängt. Dann wollen wir mal. Zweimal die Arena verhaut. Was immer mehr. Dann leckt der Kommuter rum ohne Ende. Ohne Grund. Fünfmal oder so, hab ich mitgezählt. Jetzt auch wieder, aber jetzt verstehe ich's, weil es ist das Gummischiffchen am Start. Und da hat er es immer sowieso ein bisschen gehabt. Bis auf ein paar Ausnahmen, aber das ist nebensächlich. So. Und du, geh down! Yeah! Ah! Medaillen sammeln! Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Okay, warum schieße ich eigentlich? Gewinnungssache. Jups! Oh Mann, ich sollte schon einsammeln, wenn ich die Gegner zerstöre, ne? Dann sollte ich schon die Medaille einsammeln, sonst ist das ja kontraproduktiv. Ah, jetzt aber. Du bist der Nächste. Komm her, komm her, komm her, komm her. Schön, weil von denen kriegt man viele Medaillen, sobald ich ran, ne? Her damit. Jupp, zwei Level. Das ist einiges. Schön sammeln. Ich glaube, ich bin gleich Rang E. Also wenn ich hier Rang A kriege, dann ist es nämlich nice, weil das ist hier gar nicht mal so einfach. Weil ich mich gut erinnern kann, ja, ja, da ist es. Oder Rang S generell. Ich glaube, das habe ich bis heute nicht hingekriegt. Wo ich schon ein paar Mal Kingdom Hearts gespielt habe. Ein paar Mal. Ah, her mit dir. Und der Nächste. Alles muss weg hier! Warum ich das noch nie hingekriegt habe? Naja, ich lasse mich hier ständig treffen und zweitens, da wo man viele Medaillen kriegt, bei den großen Gegnern, da sie sind einfach fast nicht besiegbar. Vor allem die zwei, die man gerade gesehen hat. Die sind richtig extrem fies. Ich stehe einfach nur da. So, und du gehst nach Hause. Schön. Nächste, der Nächste. Schön Medaillen sammeln! Eventuell sollte man hier eine Ability anlegen, dass das Gummischiffchen Medaillen anzieht. Aber die habe ich noch nicht. Leider. Könnte ich mal woanders Feuer holen, glaube ich, ne? Sollte ja auch vielleicht. Egal. So, Rang D, glaube ich, habe ich vorhin gehabt. So, und du geh nach Hause! Komm, komm! Oh, gerade noch so, der zerstört den Typen. Was, den habe ich noch nicht zerstört? Okay, Mini-Propeller-Gummi halten. Schön. So, Level 20. Ha, und 10 Level fehlen noch. Meine Güte. Das kann ja nur was werden hier. Natürlich werde ich später auch den Level 2 machen. Und hey, Rang B! Na, vielleicht kriege ich doch Rang A hin. Mal sehen. Aber es ist hier wirklich asozial. Schwer. Ich glaube, dich habe ich. Auch nicht? Alter, wie viele Schätze? Ich bin leider jetzt mal hier liegen gelassen. Einige anscheinend. Rang A! Ah, noch ein Schatz. Bohrer Gummi. Den Bohrer! Ja, Rang S kriege ich nicht hin, glaube ich. Es ist zwar knapp, aber ja, kriege ich nicht hin. Das war knapp. Das war ein Kinder. Vielleicht beim nächsten Mal. Invisible Level 5 Entwurf erhalten. Yeah. Und Rang A. Was kriege ich eigentlich? Ist, weiß ich gar nicht. Ach, fehl. Aktive Formation, Archalgummi, Kuppelcockpit, Schutzgummi, Propellergummi. Was fehlt mir? Die Gemischpalette. Ah, okay, das braucht man jetzt nicht so dringend. Das ist einfach mehr Farben für euer Gummischiffchen. Ist ein bisschen, ja, unnötig. Was, ich spiele jetzt schon 20 Minuten? Im Ernst? Okay, ich muss noch ein bisschen schneiden wegen dem Lag, aber... Das ist schon hart. Ich habe viel zu viel Zeit in der Arena verbracht. Ich dachte, ich kriege das schneller hin. Aber, ein Satz mit X war wohl nix, würde ich mal sagen. Hm...
Damit der Part zwar nicht zu kurz ist, will ich mal knallhart sagen, ich mache jetzt hier knallhart Level 2. Einfach, weil ich es auch mal machen muss. Oder halt sollte. So, Level 2! Moment, wie sieht der eigentlich aus, der Level 5er? Komisch, und... Moment, das hat einen Angriff von minus 1? Ne, ja, das hat einen Angriff von 200. Das wäre ein bisschen komisch. Aber Geschwindigkeit von minus... Nein, ich habe das bis heute nicht kapiert, was das rechts unten für eine Wert ist. Das links oben ist die Geschwindigkeit, das links unten ist halt die Wendigkeit, Mitte oben ist, wie viel das Gummischiff raushält, ne? Das rechts ist die Waffenstärke und das rechts unten vielleicht die Rammstärke. Also, wenn man in den Gegner reinkracht, das könnte es sein. Das müsste ich mal austesten. Bei Schiffchen aber minus 7, auch nicht übel. Egal. Ab geht's! Level 2. So viele Gegner besiegen, dass man denkt, die werden heute nicht mehr produziert. Was? Für ein Blödsinn erzähl ich wieder mal. Egal, es hört ja keiner zu. Oder wie? Auf geht's! Meistens zumindest, du musst nicht weiter sagen. So. Von hinten? Na, von wo sonst? Was? Gleich mal so einer! Achtung! Ja, ja. Okay, haben wir gesehen, nicht so schlimm. Da kriegt man eh gleich eine Heilung reingepfeffert und wow, gibt's hier viele Medaillen. Hätte ich das hier bei Level 1 gehabt. Diese Medaillenanzahl vom Start, das wäre geil gewesen. So, hier kommen Gegner. Gar nicht mal wenig. Und du gehst auch nach Hause, du großes Ding, was du auch immer bist. Neonkugelgummi. Diese Kugeln, Gummis sind interessant. Die erhöhen die Energie des Gummijets. Ich habe bis heute nicht richtig verstanden, wofür das eigentlich gut ist, die Energie. Oh, Rautregener erhalten! Nice! Irgendjemand hat mir mal gesagt, das ist für die Waffenrate gut, aber ich habe da keinen Unterschied gemerkt. Ich habe mal ein Schiffchen nur mit Energie geblasen und mit einer Waffe. Hat genauso schnell geschossen als wie ohne. So, Rang D und hier geht's richtig die Party ab! Chill noch ein bisschen hier, weil die Musik so chillig ist. Achtung! Wahnsinn! Ich weiß gar nicht, wen ich zuerst besiegen soll. Hier sind so viele! Motorgummi. Das ist ein Antrieb. Ich mag die Schubgummis lieber. Rang C! Ich glaube, das komme ich hier eher auf Rang S. Mal sehen. Also bei den Gegnern tue ich mir sowieso generell immer leichter als wie bei den Medaillen. Weil bei den Gegnern muss man nichts sammeln, die muss man einfach kaputt machen. Die muss man einfach so schauen. Okay, die zwei kriege ich nicht hin, glaube ich. Ja, die sind dafür viel zu schnell hier. Ich glaube, mit Boragummi müsste man hier arbeiten, damit man die kriegt. Ja, auf Kamikaze spielen. Ganz knallhart. Dann will man die zwei kriegen. So. Ja, her mit euch, her mit euch. Uah. Meine Güte, was ist denn hier denn los? So richtig Party! Und ich bin eingeladen, oder was? Yeah, Party! Am besten eine Party, die niemals endet! Mal schauen, wo Rang S ist. Ich würde nicht sagen, bei 300, das wäre irgendwie einfach. So, du gehst auch nach Hause. So, kommt doch Gegner? Hallo! Ah, vorne. Ah, zuerst mal ausweichen, ja. Wow, das war knapp. Dann dich besiegen und dich besiegen. Ah, es könnte doch 300 sein, wenn so harte Gegner jetzt sind. Schau mal. Zuerst mal dich besiegen. Okay, du bist weg. Dann dich. Ja, jetzt habe ich hier schon 300, also... Oh, es sind wirklich 300. Das war dann einfach. Im Ernst. Es kommt jetzt noch ein bisschen was. Das ist einfach wie Level 1. Naja, was will man da machen, ne? Woo! Oh, Gattungs! Und schön hier zuballern! Ich habe zwar nur 20 Gegner mehr, aber trotzdem. Da waren noch so viele Gegner. Was sagt ihr dazu? Wenn man die alle zerstört, ich glaube, kommt man locker auf über 350. Locker.
wenigstens kommen mehr. So, wir sind zum 3 freigeschaltet und Invincible Level 6 freigeschaltet. Yeah. Und Rang S. So muss es sein. Kraviga Gummi. Kraviga, Feuiger, Excalibur, Kostenkombi. Oh, der ist geil. Water Plus Gummi, Mandragora. Alter, habe ich hier richtig geile Sachen bekommen. Der Kostenkonverter ist geil, Kraviga ist geil, Feuiger ist geil, Excalibur ist... Na ja, okay. Water Plus, richtig geile Sachen. Da kann ich mal zum Gummi-Chat gehen. Zum Gummi-Chat-Menü. Und mir ein bisschen was basteln. Dann kann ich euch das mal zeigen, was das für eine Auswirkung hat, der Kostenkonverter und so weiter. So, hier als Ability auswählbar. Weiter unten. Hier ist der. Erlaubt es dir, einen Mini-Jet zurückzulassen und sein Kostenbudget den Gummi-Jet hinzuzufügen. Das heißt, man hat nicht 700 Kosten als Limit, sondern 900! Ja, also... Ich würde mal sagen, ich verzichte gerne auf einen kleinen Gummi-Jet, wenn ich 200 Kosten kriege. Während so ein kleiner Mini-Jet, ich glaube, wie viel kostet der? 100? Muss ich jetzt mal kurz schauen. Das müssen wir jetzt mal. Ich schaue jetzt mal kurz nach. Moment, da muss ich beim Mini-Chat schauen. Wie viel der kostet. 200 genau. Also, man kann sich jetzt drüber streiten, ob das Beste ist. Aber ich finde ja. Ich finde, dass es schon besser ist, den Kostenkonverter reinzupfeffern. Weil dann hat man ein besseres Hauptschiffchen. Man hat zwar nur noch einen Mini-Chat dann als Begleitung, aber ist mir doch Schnuppe. Da kann ich jetzt reinballern. Dafür kann ich die Formationsänderung wegtun, weil ich habe dann nur noch einen Mini-Chat als Begleitung und ja, da ist dann sinnlos. Und hier gibt es die aktive Formation, die ist gar nicht mal so schlecht. Erlaubt es dir, die Mini-Chats mit Viereck ihre aktive Formation einnehmen zu lassen. Die aktive Formation ist mehr oder weniger eine ich kann nicht mehr reden. Aufladeformation, das heißt. Für die Klingen. Ist gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir hier noch? Ein Haufen Lasergedöns, Schussgedöns. Ah, Moment, kann ich hier mal so machen. Also ich glaube, ich werde... Am Anfang ist nichts passt ein Gummischi. Oh, Moment, genau, ich habe gesagt, ich mache das offscreen. Aber ich habe auch bekommen Autoregener. Stellt automatisch im Laufe der Zeit die HP wieder her. Das ist richtig geil. Oh yeah. Klingenaufladung, Klingenhass. Also die zwei Blitz sind unumgänglich, wenn man mit Klingen spielt. Also ich werde jetzt auf jeden Fall hier ein Gummischiffchen basteln, ein komplett neues. Ich kann das hier mal speichern, so just for fun. So. Wer Lust hat, der kann sich das anschauen, werde ich es unter nicht gelistet machen, das Video, wie man hier wie ich ein Gummischiffchen basteln neues. Und sage, bis zum nächsten Mal und ciao.